Hello dear Discharge friends, hello Liberty Discharge Provider. In the last videos, we talked about the importance of finding a Gedaki that is able to lead you out of the comfort zone to improve your hard time Gedaki styles and techniques. In den letzten Videos sprachen wir über die Wichtigkeit, ein Gedaki zu finden, das einen aus der Komfortzone herausführt und so die doch sehr schwierigen Hard-Tang-Yedaki-Techniken und Stile beibringen kann. So, I have a little surprise for you here. Ich habe eine kleine Überraschung. As a twist of luck, this Yedaki came to me. And it's simply the fastest and sharpest and from the standpoint of attacks, the sharpest Yedaki I've ever played. Das hier ist einfach das schnellste, schärfste und in der Ansprache am schnellsten stattfindende Gedaki, das ich je gespielt habe. It's from the young master himself, Nuke Munungu. He crafted it for himself for his tour in Germany. And it's in the key of G sharp. Es ist von dem jungen Meister selbst, von Nuke Munungu. Er hat es für seine Tour in Deutschland gebaut und es spielt in der Tonhöhe Dis. So, it's a very fast cracker and absolutely perfect. It's crafted for being the best in mandapul playing. So the young master, he knew what he did and it's a wonderful, absolutely wonderful training Gedaki and concert Gedaki and a teacher for all those sophisticated skills. Also der junge Meister Mikkei hat genau gewusst, dass was er da tat und hat sicher im Kopf gehabt, mit das Beste zu machen, was für seine Stile geeignet ist, für seine Mandapul Art zu spielen. Schnell, scharf, mit unglaublich so he played it fast, sharp, with finest syncopation, and I tried to give my best here. It's a wonderful teacher, it's a wonderful Lehrinstrument. I can translate the better I play on this on the Wikigilakis, which is great fun. Ich kann, je besser ich hier drauf spiele, es übertragen auf die großen Instrumente, was sehr viel Spaß macht. So, let's enjoy. I give it my best shot.
Thank you. Bye.